Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute mal eine ganz besondere Nummer. Der RS Chris ist einer meiner ersten und bis jetzt treuesten Abonnenten. Und der hat mich gefragt, ob er mal einen Livestream von mir runterladen darf und würde gerne da so eine Art Best-of draus machen. Als allerersten Stream hat er sich meinen Geburtstagsstream ausgesucht. Der ist jetzt nicht sehr actionlastig. Und deswegen hat er sich gesagt, ich mache ein Best-of. Ein paar Kills, lustige, dumme Sprüche, bisschen dummes Gequatsche. Und hat da so ein paar Zwischeneinblendungen gemacht. Das ist richtig, richtig gut geworden. Er hat gesagt, wenn es gut ankommt, macht er das eventuell öfter. Das will ich jetzt, wie gesagt, nicht versprechen. Sollte er das in Zukunft öfter machen wollen, dann geht es aber dann hauptsächlich um Kills, Wins und so die besten Szenen, die man im Apex halt so zusammenbasteln kann. Chris ist auch ein sehr ambitionierter Hobbyfotograf. Er hat eine Facebook-Seite, da könnt ihr gerne mal reingucken. Er macht Tierfotos, Landschaftsfotos und in Zukunft kommen auch da Autofotos mit dazu. Guckt da gerne mal rein, verlinke ich in der Videobeschreibung. Flux Creative Fotografie heißt seine Seite. Schaut da gerne mal vorbei, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Chris sicherlich auch. Was jetzt der Nachteil ist, wenn man meinen Livestream runterlädt, sind die leider etwas verpixelt. Das liegt daran, dass ich in einer geringeren Bitstream-Rate das streame, als wenn ich ein Video aufnehme. Da ist die Qualität natürlich hochwertiger. Daran arbeite ich aber, dass das nachher, wenn man es runterlädt, ein bisschen hochwertiger aussieht. Wie gesagt, wenn das gut ankommt, ich würde mich sehr über Daumen freuen. Wenn ihr neu seid, natürlich ein Abo. Lasst mal ein paar Kommentare da, wie ihr das Video findet. Wie gesagt, wenn das gut ankommt, setzt sich Chris vielleicht das ein oder andere Mal öfter an Rechner und bastelt da was Schönes für mich zusammen, beziehungsweise auch für euch. Würde ich mich also sehr drüber freuen, wenn ihr das Video bis zum Schluss schaut. Gebt dem Ganzen eine Chance, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal, ciao. Nicht so weit. Die Spitfire, ernsthaft. Da könnte ich mich doch jetzt schon wieder mega dolle anfassen. Okay. Jetzt schon. Ich laufe mal außen rum. Oh, da oben. Der ist außerhalb der Zone. Oh, Alter. Ich muss erstmal aim-technisch wieder rinkommen. Der ist ja außerhalb der Zone, der eine hier. Oh, das gibt's doch nicht, hat er mich erwischt. Wie kann der so lange in der Zone leben? Ja, ich. Fuck, jetzt ist unser Teammate down, jetzt komme ich zu dir erstmal. Ja, der versteckt sich hier an der Kante. Gut. Am Haus. Ah, dann ist er umgeschlossen. Oh fuck, Alter, ich habe keinen Aim gehabt, aber ich habe auch irgendwie gesagt, dass so, als würde der Ich habe jetzt aber irgendwie auch mit der Devotion habe ich jetzt irgendwie. Die hat sich so dolle verzogen, das sieht ja auch nicht. Gott, ich lebe noch. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Wo ist Action? Wo muss ich hin? Sorry, dass ich jetzt hier weg war. Das war halt jetzt doof. Oh nein! Tobias! Ich bin das war so da. Geil, du hast so gefehlt. Oh fuck, ich habe die falsche Waffe fallen lassen, stelle ich gerade fest. Ich muss mal kurz zurück. Das war leicht bescheuert. Oh, da war ja auch noch Munition drin. Alter, mach die Augen auf, du Penner. Wo bist du? Noch nicht so weit weg von mir. Hey, geiler Typ. Danke für deine 5 Euro. Was schreibt er? Herzlichen Glückwunsch zum Spawn-Tag. Freue ich mich. Coole Sache. Zum Spawn-Tag. Richtig geil. Ganz kurz Chili Vanille machen. Wie viel sind es noch? Noch 3 Squads. Hier ist jemand. Was ist denn hier? Da links, links. Oh, mein Aim ist wieder fantastisch. Kann ich schon noch platzen? Wo ist er? Da drinnen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Tut das down. Hast du den gerade gelegt? Ja. Ja.
Der ist aber noch nicht down, der lebt noch. Nein, nein. Warte. Der ist noch irgendwo hier. Lass den doch, Alter. Willst du... Komm, lass uns gleich wieder weg. Granate, Granate, Granate. Komm zurück. Oh, ja, ich kam nicht mehr so weit weg. Vorsicht, Granaten. Ja. Alter, wie viele Granaten haben die denn? Ah, fuck! Ah. Waren die noch zu dritt? Ich weiß nicht, ich habe nur zwei von außen gesehen, aber ich hätte sie gleich. Ich glaube, die waren noch zu dritt. Ich wollte gerade mein Phoenix-Kit rausknallen. So. Fehler. Toll. Wie immer. Alter Falter. Richtig schönes Tier. Ach so, das sollte. Da sollst du nochmal gucken, was du mir für ein Video geschickt hast, Tobias. Also bei mir sehe ich keinen Leoparden. Was hast denn du da gekriegt? Du hast auf jeden Fall nichts an. Ha, ha. Also ich muss ja sagen, ich habe schon ein paar coole Freunde. Ach so? Na klar. Ja, das war jetzt hier bezahlt. Es gibt so eine App, da kannst du dann sagen, hier, bitte Fremder, ruf mich um die und die Zeit an und tu so, als würdest du dich für mich interessieren. Und das hat echt gut funktioniert. Also die 350 Euro waren jetzt super investiert. Teddy haut 1 Euro raus und sagt, kleines Geburtstagsgeschenk, vielen Dank auch für deinen Euro, freue ich mich. Hast du mal einen Euro? Hast du mal einen Euro? Das ist jetzt doppelt so viel geworden. Früher war es eine Mark, jetzt ist es ein Euro. Das schimpft so. Gönn dir Tee. Gönn mir. Willst du Tee? Hier ist ja nichts drin. Willst du Tee? Ist uns jemand gefolgt? Sah nicht so aus, ne. Oh, geil, keine Waffe, ich raste aus. Unser Teammate ist auf jeden Fall schon mal unter Beschuss. Dann ist, denke ich, die Wand komplett. Ja. Und übrigens, ich habe jetzt rausgefunden, wie man hier übelst die Strobo-Party macht oder wie man das nennt. Aber das mache ich nicht, da kriegst du echt epileptische Anfälle. Epilepsie fetzt. Vielleicht nicht gerade im Stream, aber es sieht geil aus. Ich ran damit. Ich hab schon mal einen Wurfstern. Ich habe hier Mosambik. Ich habe zwei Wurfsterne. Für Ernönnend. Damit kannst du dann richtig schön penetrieren. Ich habe hier noch eine geile Waffe. Oh ja, die nehme ich. Also, ich erkläre jetzt mal das Phänomen Wurstplatte. Ja, mega geil. Ja. Eine Wurstplatte der Insider ist aus Destiny-Zeiten, wo ich mit Teddy und Bonza immer zusammengespielt habe. Und ich habe so eine tolle Frau, die es akzeptiert, dass ich sehr viel Zeit in dieses Spiel investiere. Und wenn ich Hunger habe, hat sie mir manchmal eine Wurstplatte gemacht. Und auf dem Teller sind sie viele, viele belegte Schnitten, Bäm, Brot, je nachdem, ob Ost- oder Westdeutscher der jetzt zuhört. Brötchen Bäm. Mit lecker belegten, als schön mit Wurst und Würstchen belegt und Oliven und allem geilen Zeug, was man sich so vorstellen kann. Und Würstchen schön mit Dip. Oh, das glaubst du nicht. Und dann fühlst du dich wieder Kaiser. Ohne Scheiß. Ich würde ja gerne meine Frau mal zeigen, aber sie scheut sich. Also ich habe schon eine richtig, richtig coole Frau, muss ich mal so sagen. Der ist noch nicht ganz down. Da ist noch einer. Oh. Hier kommt noch ein ganzes Team her. Der rennt weg. Ich schätze. Hat er echt die Richtung gewechselt? Ja. Also der ist angekommen, ja, hat sich gleich wieder umgedreht. Nein, der ist angekommen, hat sich wieder umgedreht. So, dein Freund, du wurdest im Stich gelassen.
Sorry, aber ich finische den nicht. Sieht schön aus. Oh, hilf mir mal, ich war gerade angebumst. Danke, also ich wurde nicht angebumst. Jetzt eine Runde, Destiny 1 Raid. Schön. Wie hieß der Kratos? Krota, unser Lieblingsraid. Ja, das waren Zeiten. Hast du Energiemunition, die du nicht benötigst? Oder zufällig einfach nur mit, weil du krass bist und übelst meinen Rucksack spielen willst? Nein. Dein Geburtstagsgeschenk habe ich dir schon vorhin gegeben. Zweimal schwere Munition, obwohl du nur eine wolltest. Lieber Stammwatcher als Raidwatcher, der ist gut. Alter Freestyler. Prakte Mikrofon, Joa. Mosambik ist drin. Energiemunition. Nehmen sie doch. Mosambik hier. I could use that. Ja, ist klar. Es sind echt noch ganz schön viele Squads, finde ich so, für die kleine Zone. Ach, man hat schon so ein paar tolle Freunde. Tobias, so. Lieb mich! Ich lieb dich! Eingekesselt. Warte, ich muss mich noch die ganz kurz... Die sind ja bei mir! Wo bist denn du? Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt am Die umlaufen hin? Mich! Ach, du bist da? Sorry, ich bin ja gerade nicht... Ich schleiche mal von hinten an, die wissen nämlich gerade noch nicht, wo ich bin. Surprise, Motherfucker! Schnell, einer ist noch da! Einer ist down hier bei mir. Der andere, ja. Hast du, sehr schön. Ja. Du bist... Läuft, genau zur richtigen Zeit. Genau, meine kurz vor der Angst. Oh. Das ist auch mal was Neues. Einfach mal so ein paar Kills holen. So, jetzt... Ich will kurz sagen, das wäre ja völlig fehl. Wurstplatte! Ah! Der Wurstplatten-Lady hat wieder zugeschlagen. Gefährliches Pflaster. Nee, konnte ich nicht ausrichten. Das war richtig doof. Schade. Dumm. Doof. Ja, manchmal verkneift man sich so eine Sachen halt nicht. Woran hat's gelegen? Kaju, woran hat's gelegen? Reicht aus, aber naja. Anscheinend nicht. Mann. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Keine Heilung, nichts, konnte nichts machen. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Was ist los? Wie viel Leben hat er? Bei mir spackt's die ganze Zeit. Ich sag immer, woran die Lehen hat, fragst du dich immer. Fehltat. Woran halt die Lehen? Na gut, komm. So. Wir waren schon mal schlechter ausgerüstet. Wurstplatte. Bist du Häkchen. Endlich fertig, ey? Das ist furchtbar. Ich bin fertig. Wie du sie so ferkelständig damit beschäftigt bist mit deinen Wurstplatten. Ja, ich bin eifersüchtig. Okay, Birnenschnaps hat also funktioniert. Chris freut sich drüber. Wo ist denn der? Wie weit? So weit? Was soll ich denn da treffen? Oh. Okay, Hammer. Oh, das war der Killleader. Hier ist eine Prowler in Gold, aber ich möchte sie nicht haben. Ich sehe nichts, Alter. Ich sehe nichts. Ist down. Vor mir ist noch ein, habe ich down. Down. Jetzt muss ich mich heilen. Ja. Ich brauche Schilder. Meister ist hier drin. Ey, passt bitte auf jetzt. Ich hab's mir gekrallt. Komm in die Zone, Fuck. Fuck, die sind links neben uns. Oh, genau ins Loch eingefallen, das gibt's doch nicht. Kacke. Einer ist down. Der holt mich jetzt hier echt im Rauch. Ist das sein Ernst? Das wird doch nix. Also einer liegt bei mir. Ich konnte nichts machen. Ich sehe nix. Ich sehe nichts.
fuck. Das ist auch nur noch einer als Gegner. Alter, was war denn das für ein geiler Sieg, ey? Der war ja richtig spannend. Starke Nummer, richtig starke Nummer. Das war eine geile Runde. Echt, echt stark. Hat geil angefangen. Jeder hat sogar seine Kills gemacht, ja. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat die richtig geil geholt. 5-4-4. Ich dachte, ich habe immer das Glück, links oder rechts, ich lande genau auf der Seite, wo die Gegner kamen. Das meistens ich lande so. Und direkt vor denen runtergefallen. Aber geile Zone. Runde. Die Zone hat mir über ein Drittel meiner Energie geklaut und wie immer vercheckt. Aber geil. Coole Runde. Geile Runde. Ich denke, du bist fertig mit deiner Wurstplatte. Was kaufst du jetzt schon wieder? Das ist mein Salat.